Eines Abends nach einem verschlafenen Tag saß ich allein bei Salieri und nahm einen Drink. Luigi fragte mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Hey, Tommy. Du kennst doch meine Tochter, stimmt's? Na klar, Luigi, nettes Mädchen. Du musst stolz sein. Danke, Tommy. Sie hilft mir manchmal hier hinter der Bar aus. Pass auf, ich möchte nicht, dass sie heute Abend allein heimgeht. Gestern Abend haben mir ein paar Typen Schwierigkeiten gemacht. Mit zweideutigen Andeutungen und so, du weißt schon. Ich habe mir Sorgen um das Mädchen gemacht. Deshalb dachte ich, du könntest sie vielleicht heimbringen. Es ist gar nicht weit. Du bist ein Gentleman und genießt jede Menge Respekt in der Gegend. Diese Typen würden sich nicht mit dir anlegen. Kein Problem, Luigi. Nichts leichter als das. Oh, Tom, du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Ich habe mir Sorgen gemacht. Keiner kennt diese Typen. Komm morgen zum Lunch vorbei. Da mache ich dir ganz was Besonderes. Sarah, komm doch mal her. Sarah, das hier ist Tommy. Ein guter Junge. Er bringt dich heim und sorgt dafür, dass dich diese Typen nicht mehr belästigen. Hi, vielen Dank. Es dauert nicht lange. Ich wohne gar nicht weit von hier. Ich hole nur meinen Mantel, dann können wir gehen. Okay, ich warte draußen auf Sie. Ist echt nett, dass du das machst. Diese Clowns haben mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Kein Problem. Pauli und ich kümmern uns später um diese Witzfiguren. Du arbeitest auch für Mr. Salieri, oder? Er ist wirklich nett und immer gut aufgelegt. Ja, ich arbeite manchmal für ihn. Aber normalerweise gibt's da nichts zu lachen. Und was machst du sonst so? Meistens fahre ich den Don durch die Gegend. Ab und zu überrascht er mich aber. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich bei dem Rennen mitfahre. Ja, das habe ich gesehen. Du fährst echt gut. Ah, ich hatte einfach Glück. Warum so bescheiden? Den Typen hast du so richtig gezeigt. Ich war mal Taxifahrer, aber zum Rennfahrer bin ich erst am Abend vor dem Rennen geworden. Na, siehst du? Du hast echt Talent. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls war es kein Spaß. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Ach, da sind sie. Was ist denn das? Gestern noch allein, heute schon mit deinem Freund unterwegs. Jungs, es wäre vielleicht besser, wenn ihr einfach abhaut und hier keinen Ärger macht. Wenn ihr einen Ärger macht, dann du, Schaumschläger. An eurer Stelle würde ich die Fliege machen. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. Richtig böse! Du hast den Falschen erwischt! Alle mal her! Er ist hier! Du hast den Falschen erwischt! Ich werde richtig böse! Das tut sie zum letzten Mal! Ey, was tut sie zum letzten Mal? Ich werde richtig böse! Nein, ich will noch nicht sterben! Schönes Kleid, Süße. Was hat... Hey, wie wär's mit dem echten Mann statt diesem Zuhälter-Typen? Ich werd richtig böse! Jetzt stirbst du! Hey, was tust du zum letzten Mal? Kann mich wütend machen? Au! 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 Warum hilft uns denn niemand? Hey, was tust du zum letzten Mal? Er ist hier! Du bist tot! Nein, der Bastard macht uns alle kalt! Ach, vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Nichts zu danken, Sarah. Jederzeit. Ach, ich hatte echt Angst, Tom. Ist alles in Ordnung? Wir sind fast da. Dann schau ich's mir an. Da bist du ja.
Nein, ich will nicht sterben! Ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter verließ uns kurz nach meiner Geburt. Arbeitest du auch mit Pauli? Der ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen. Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann. Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen. Das hat ihn sehr geprägt. Vielleicht ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri sehr dankbar. Er weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja, Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ist er fast wie ein Großvater. Ja, Don Salieri ist ein guter Kerl. Gut, da wären wir. Komm doch rein. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erstmal rein. Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Okay, schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Ja, das stimmt. Die sahen viel übler aus als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Schon fertig, hat nicht einmal wehgetan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Wie wär's mit einem Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Der Abend verspricht interessant zu werden. Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. Ja, ich mag Musik. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal. Naja, ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Mir war klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde.